Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und das ist auf praktisch sofort auf einer Mission, auf einer Erkundung und wahrscheinlich auf der härtesten bisher. Fünfstufig und hat ein paar nette Gegner da drin. Also ich würde sagen, gehen wir los. Mal schauen, wie gut das hier funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die Teambeständigkeit nur von den anderen ausgeht. Oh. Okay, du bist die Sylphie, oder? Nein, Suki. Ein kleiner Aragami. Zwei kleine Aragami. Schicksalssam. Oh Gott, da kommen noch mehr. Der ganze Boden ist... Der Boden ist Lava, oder wie? Gib mir. Könntet ihr bitte drauf gehen? Schemenklaue. Schemenmaske. Okay. Hätten wir mal die Silkies. Neue kleine. Aber eindeutig nervtötender als was vorher so da war. An kleinen. Hauptsächlich weil sie den Boden vergiften oder was auch immer sie machen. Also. Okay. Oh, das sind mehrere. Gib mir meinen Burst zurück. Halt, Garten. Was stimmt mit euch denn nicht? Oh, oh. Nein, du kommst mir nicht. Ich weiß nicht, für was wir die Schemensachen benutzen können, aber... Ja, ja, einfach nur ein Chiu von mir aus. Okay. Nicht ganz so stimmen mit nur, aber immerhin, ich muss mich nicht mehr um die Kleinen kümmern. So. Grüner Multiball. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Ja, Silky. Die kommen wirklich... Von denen hat es garantiert genug. Könnt ihr die... Nein. Okay. Wenn die Silkies in den nächsten Missionen auch so zahlreich auftauchen, dann werden die mich garantiert noch nerven. Nein, Chiu. Ja, ich weiß. Ich heile ja schon.
Jetzt hätte man auch ordentlich Schaden machen können. Können wir hier... Elende! Gib mir! Er ist eh schon so gut wie tot, dass er... So. Ich hoffe, meine Leute haben nicht zu viele Heilgegenstände gebraucht. Ich hab's nicht. Jetzt holen wir uns noch ein paar Silky-Gegenstände. Manchmal sind auch die Waffen von kleinen Gegnern recht effektiv. Vor allem, wenn man die Gegner noch nie gesehen hat. So. Klingt, als würde irgendwas noch rumlaufen, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Robuster Werkzeugstahl. Kann man sicher verwenden. So. Seltene verlassene Aux. Einfühlsam. Seht ihr? Schön, oder? Gemeinsamer Burst. Orakelabsorbierung. Gegnerberuhigung. Schwerttänzer. Wow. Okay, gleich zur nächsten Mission. Das wäre dann Feuer und Flamme, hä? Okay. Ich bin bereit. Ich bin ja, kann ja sonst nichts sein. Okay. Was ist jetzt? Oh Gott. Was für ein Chaos. Ja, du bist nur Nurkos Hammer. Ich will dich nicht unterschätzen, weil ich glaube, ich habe den noch nie auf dem Schwierigkeitsgrad bekämpfen müssen, aber... Also doch nichts an dem, was du bist. Gib mir Burst. Denn mit Burst kriege ich deinen Tod. So. Nope. Fühlt sich schon seit an, als wäre das schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal mit ihm gegen den hier gekämpft habe. Wir wollen ab. Das Ziel ist, töte ihn so schnell wie möglich, damit er quasi kein Problem mehr darstellt, wenn die anderen kommen. Okay, so viel zu dem Thema. Okay, der Lichtblitz bringt mir dann mehr was gegen den Goboro, denke ich. Ja. Kannst du aufhören? Goboro sind so mühsame Unterstützungsleister für andere Origami. Ja. Das ist der Grund, warum ich ihn nachstelle. Nutzt nicht zu viele eurer Haltgegenstände, die können wir alle noch gebrauchen. So. Piu, 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 piu. Habe ich jetzt nicht noch... Hier, Lichtblitz.
Okay, das macht bei ihm nicht so viel Schaden, glaube ich. Ja, Burster weg. Wir müssen uns einen neuen holen. Sein Schweif ist so schwach. Sein Gesicht dafür relativ stark. So. Schwanzflosse zerstört. Burst erhalten. Ja, du entkommst mir nicht. Ich will alles. Gott, wenn mein Team meine Fähigkeit hätte und dann alle würden in den Burst gehen, das wäre so herrlich. Aber ich habe den Trailer zu God Eater 3 gesehen und da können die Aragamis voll, also quasi, wenn sie mit dem richtigen Angriff gegen die God Eater landen, können sie Burst von dir kriegen, was ziemlich interessant klingt. Die Aragami, ja, ich weiß nicht, ob das nur ein paar Aragamis machen oder ob das ein Feature wird, das alle Aragamis beherrschen, aber klingt ziemlich interessant. Vor allem, wenn wir jetzt auf einer Stufe sind, wo Aragamis quasi mit God Arcs ausgerüstet werden können. So, Drachenbastion, Drachendorn, Drachendorn, nehme ich alles, alles perfekt für mich. So. Jetzt Ravana. Jo, ja. Ich muss näher ran. Ich kann keinen neuen Burst holen, solange ich die Munition hier noch drin habe. Oh. Oh Gott, das fühlt sich toll an. Schaut euch diese Schaden jetzt nur an. Ja, das macht auch Spaß. Ich sehe nichts mehr vor lauter Gras. Zum Glück haben wir nur noch einen Gegner hier. Ja, heil nicht zu sehr, wir brauchen dich noch. Bringt mir nichts, wenn ich am Ende immer alle wiederbeleben muss. Sie kosten mich ja zum Glück nichts, wenn ich sie wiederbeleben muss, aber es ist trotzdem relativ mühsam. Und ich kann mich ja unendlich heilen, also wir haben theoretisch unendlich viel Leben zugute. Aber halt nur... Das ist doch mal cool. Nehme ich. Oh. Wie niedlich. Ja, logisch geht's weg. Es ist schon so gut wie tot. ...1200 für den Konzentrierten. Ein Flammenwerfer, noch ein Flammenwerfer und ein Flammenvisier. Ich glaube, das ist ein Feuer-Aragami gewesen. Ich weiß nicht woher, aber ich krieg so die Vermutung. So, unser Blutrausch ist auch auf 400. Können wir gut bei der nächsten Mission dann auch einsetzen. Mal schauen, was die nächste Mission dann auch wieder ist. Kräuter. Boing! Und dann beim Magna Gwain. Ähm.
Gib mir Team FB, die können das alle gebrauchen. Erleichterung. Mhm. Körper und Geist, das ist nicht schlecht. Animalisch und Blockradius, okay. Jo, nehmen wir. Nächste Mission anzeigen. Ah, genau, da war das mit dem wilden Kongo. Was will man? Muss halt sterben. Aber göttliche Waffen werden empfohlen. Wenn die jetzt beieinander sind, ich... So. Kann ich... Kommt ihr bitte näher? Ich habe ja ein Geschenk für euch. Oh, da ist schon der Große. Meins. Ich nehme mal schnell einen Burst von dir. So. Ich habe ja keine... Ja, toll. Warum auch immer. Lass mich mal durch. Oh. Ja, garantiert, ne? So haben wir dich hier. Sobald die Silky ja tot ist, gehe ich, glaube ich, in den Blutrausch über. So, genau. Schaden, Bindungsbrüche, nein, verschlingen, Schaden, Angriffe, okay. Gib mir ein Verschlingen und gib mir Angriffe. Oh, ich hätte sogar einen Bindungsbruch hinbekommen. Oh, das ist mir immer zu unsicher. So, nein. Also. Ich treffe hier nur keinen Schwachpunkt, aber... Hören wir hier bitte. Okay. Das hat nicht viel gebracht. Okay, das hat schon gemacht. Ich fand jetzt den Gott, den Blutrausch hier nicht so toll, aber ich meine. Sonst hätten wir noch weniger Schaden gemacht. Und ich hatte es auf 400, also. Ihn nicht weiter aufzubauen wäre auch eine Verschwendung gewesen. Gib mir Burst. Und damit wird das auch gegessen. Wo bin ich hier? Hanuman-Säule. Hanuman-Kraftfeld. Gut, wir gehen hier sammeln. Okay. Mahagoni-Block. Okay. Das nächste ist ja, glaube ich, einfach mit einem Kongo, wenn ich mich richtig erinnere. Aragami-Ranke. Was mich mehr stört, ist die letzte Mission. Wolfram Superlegierung. Mit zwei Goddard-Soldaten und quasi dem Magna Gwain könnte es relativ happig werden. Gib mir da.
Milde Hände. Okay. Blockradius. Ist auch gut. Dann nächste Mission anzeigen. Genau. Yaksharada und ein Kongo. Das sollte relativ einfach werden. Sage ich im Moment, werde es aber wahrscheinlich später bereuen. Und danach die letzte, die wir dann machen werden. Gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Ja, die Anweiserin ist sogar mit dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir quasi den Yaksharada und den Kongo erledigen gehen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und hoffentlich bis dann.